Und damit wollen wir nach Russland blicken. Aus Moskau ist schon zugeschaltet Christoph Wanner. Und Christoph, in diesen Momenten beginnt jetzt also die von Russland angebotene Feuerpause und damit auch die Fluchtkorridore. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Ukraine war sehr zögerlich. Man ist sehr skeptisch, ob man dem Ganzen trauen kann. Wie ist da deine Einschätzung, dein Blick? Wie sehr kann man dem Wort von Putin in diesen Momenten trauen? Naja, trauen, da muss ich fast schon schmunzeln. Das ist natürlich absolut unmöglich. Man muss Putins Kalkül vielleicht versuchen zu verstehen in Bezug auf Mariupol. Mariupol, diese Stadt im Süden der Ukraine am Asowschen Meer, hat eine enorme strategische Bedeutung für die russischen Streitkräfte. Durch Mariupol führt die M14, das ist eine Landstraße, die das russische Kernland mit der Krim verbindet. Wenn Mariupol in russischer Hand ist, hat Russland den Landkorridor zur Krim. Noch sind in Mariupol viele ukrainische Soldaten, vor allem von dem nationalistischen Bataillon Azov. Diese Soldaten verbarrikadieren sich wohl noch im Zentrum und auch in dem Stahlwerk Azov. So, jetzt versuchen die Russen natürlich, diese Truppen zu bekämpfen, egal wo sie sind. Aber überall sind Zivilisten. Und jetzt versucht man eben über den Korridor möglichst viele Zivilisten aus der Stadt herauszubringen, um anschließend ungehindert das Bataillon Azov angreifen und vernichten zu können. Das ist die Strategie und das steht hinter diesem humanitären Korridor heute. Also das Interesse der Russen ist groß, dass jetzt eben möglichst viele Zivilisten das Zentrum von Mariupol verlassen. Christoph, laut ukrainischem Generalstab will Putin ja jetzt die Bewohner von Cherson über die Errichtung einer moskaufreundlichen Volksrepublik abstimmen lassen. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, wahrscheinlich wird es ein Referendum geben, wie es auch ein Referendum gegeben hat 2014 auf der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und rauskommen wird dabei wahrscheinlich, dass man eben sich abspalten will von der Ukraine. Dann kommt da eine russlandfreundliche Regierung hin und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dieser Oblast, dieses Gebiet Cherson, die dann Volksrepublik heißen wird, irgendwann in die Russische Föderation eingegliedert werden kann oder werden soll oder werden wird. Cherson ist warum wichtig für Putin? Weil nahe Cherson gibt es den Nord-Krim-Kanal und der versorgt die Halbinsel mit Wasser. Da gibt es immer wieder Wasserprobleme. Die letzten Jahre war dieser Kanal trockengelegt von der Ukraine, also seit 2014. Jetzt kontrollieren ihn die Russen wieder, jetzt bekommt die Krim wieder Wasser. Das heißt, die Landwirtschaft kann wieder aktiviert werden. Und deswegen ist meine Prognose, wird Putin Cherson und diesen Oblast Cherson nie wieder hergeben. Und zwar genau wegen dieses Nord-Krim-Kanals. Jetzt gibt es eine Meldung, die fast schon skurril klingt, und zwar, dass Putin ziemlich schlecht darüber informiert ist, wie es aktuell wirklich in der Ukraine läuft, weil seine Berater sich einfach nicht trauen, ihm die Wahrheit zu sagen. Was ist da dran? Was hört man darüber auch in Russland selbst? Also was da dran ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich bin ja nicht in die Interna im Kreml irgendwie involviert oder bekomme da Infos aus erster Hand. Was ich dir sagen kann, ist, dass das hier gemunkelt wird. Ich habe das auch gehört und zwar nicht nur von der BBC oder irgendwo nachgelesen in deutschen Zeitungen. Nein, darüber wird hier wirklich gesprochen unter kremlkritischen Politologen, unter Leuten im Außenministerium, zu denen wir Korrespondenten auch Zugang haben. Das ist dritte, vierte Reihe. Und was heißt es da? Da heißt es, dass das Umfeld von Wladimir Putin den russischen Präsidenten über Jahre hinweg peu à peu mit Falschinformationen gefüttert hat. Immer ein wenig übertrieben, wie gut es mit der Armee aussieht, immer ein wenig übertrieben, wie russlandfreundlich manche ukrainische Politiker sind. Und dann hat sich über die Jahre bei Wladimir Putin ein falsches Bild entwickelt. Und dieses Bild ist dafür verantwortlich, dass er sich in dieses militärische Abenteuer in der Ukraine gestürzt hat. Und dieses Bild ist dafür verantwortlich, dass es heute nicht läuft. Das heißt, Putin wurde immer falsch gefüttert. Und das Problem ist noch, ganz kurz dazu noch einen Satz. Wladimir Putin liebt es nicht, im Internet zu lesen. Wladimir Putin spricht hervorragend Deutsch. Er könnte sich informieren, er hätte alternative Quellen, die nicht von den Geheimdiensten kontrolliert werden können. Aber der russische Präsident ist kein Fan vom Internet.
Vielen Dank für diesen Blick direkt aus Moskau. Danke, Christoph Wanner.